glaube, Mira ist sehr aggressiv in die Partie reingegangen. Sie haben sich fast ein bisschen überrumpelt, würde ich sagen. Da haben wir nicht wirklich in die Partie reingefunden, es hat ein bisschen gedauert, aber so ab der 15 Minuten, dann war das halbwegs okay, wobei es noch immer nicht das Gelbe von Ei war. Und ich sage, die erste Halbzeit hat uns nicht wirklich gedacht. Wir haben dann in der Pause einige Dinge angesprochen, vor allem die Kompaktheit, die wir etwas vermissen haben lassen, da haben wir es ihnen etwas zu leicht gemacht und die zweite Halbzeit hat es dann schon einiges besser ausgeschaut. Einerseits hat die nötige Frische heute noch gefehlt, aber wir haben uns in der Vorbereitung so auf die Saison vorbereitet, dass wir einfach sehr viele Spiele haben werden und dass jetzt noch nicht die Frische da ist, ist auch klar. Die wird dann bestimmt die nächsten Wochen kommen. Und natürlich, der Mira hat sich vor allem in der ersten Halbzeit ziemlich gut präsentiert und wir sind dann in der zweiten Halbzeit wirklich ans Limit gegangen, haben uns versucht zu überwinden und denke, dass dann der Sieg doch in Ordnung geht. Es war sehr, sehr schwierig, was ich aber trotzdem der Stärke der Admira zurückführe und nicht an unserer Schwäche. Natürlich haben wir noch nicht den Rhythmus, den wir jetzt in 2, 3, 4 Wochen haben werden. Aber ich sage, die Stärke der Admira hat uns natürlich überrascht. Also da sieht man, was ein guter Trainer bewirken kann. Ja, das ist sehr wichtig war, dass wir 3 Punkte geholt haben gegen einen unangenehmen Gegner. Eine schwere Geburt, aber wir haben auch gewusst, dass so kommen könnte. Habe jetzt mehrmals gesagt, wir sind noch nicht in perfektem körperlichen Zustand. Da braucht man noch 1 oder 2 Wochen und dann werden wir auch von erster Minute besser ausschauen. Weil wir einfach zu viele Fehlpässe gemacht haben, vielleicht auch etwas zu unkonzentriert, vielleicht der ein oder andere auch noch etwas nervös. Aber okay, es ist nichts passiert. Der Heinze hat in seiner Jubiläumspartie, ich glaube, sein 100. Bundesligaspiel hat er gemacht, hat er wirklich toll gehalten und uns im Spiel auch gehalten, was auch ganz wichtig war. Und ich denke, zweite Halbzeit, dann sind wir das ein oder andere auch alleine auf dem Dortmund gelaufen. Von daher, dann denke ich, ist der Sieg schon in Ordnung. Ja, wir haben gewusst, dass die Mannschaft noch nicht körperlich optimal vorbereitet ist und dass Admira durch seine schnellen Spieler davon profitieren könnte. Und das war so. Aber haben wir auch gewusst, in der Halbzeitpause haben wir ganz klar gesprochen, haben ganz klar gesagt, jetzt kommt dieser Tank, der jetzt voll ist, kommt jetzt raus und wird sicherlich Spiel mehr dominieren und Admira wird auf weniger gehen. Und das war so und zum Glück haben wir auch dann nötige Tore gemacht, obwohl zweite Halbzeit haben wir genug Chancen gehabt für 2, 3 Spiele. Das erste Spiel ist immer sehr wichtig, dass man sofort wieder die Fans auf die eigene Seite zieht. Ist uns heute wieder gelungen und ich glaube, wir können froh sein, dass es so begonnen hat.